Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Assassin's Creed Syndicate. Oh, da ist eine Frachteskorte, die will ich haben. Dann liefern wir mal die Fracht. Eigentlich wollte ich ja Charles Dickens Mission machen. Oder waren es Darwin? Ganz genau. Da gibt mir die Ivy recht. Okay, dann erschießen wir die mal eben. So. Geht doch recht fix. Ich dachte mal, das mache ich so nebenbei. Um den Loyalitätswert ein bisschen zu steigern. Also wenn wir mal sowas sehen, können wir es ruhig gerne mal machen. Ist ja, denke ich mal, kein Problem. Da ist ein Frachtdiebstahl, aber nee, den mache ich jetzt nicht. Den Frachtdiebstahl. Denn unser Hauptaugenmerk liegt bei den Missionen. Genau, Charles Dickens. Wir haben eine Mission Charles Dickens gemacht. Wir haben hier auch noch die Karl Marx Erinnerung. Es werden noch ein paar dazukommen. Keine Angst. Karl Marx. Und natürlich die Darwin, Charles Darwin Erinnerung. Aber wie gesagt, wir fangen mit Dickens an. Haben wir hier nicht? Oh, wir haben nur diesen einen Punkt. Macht nichts. Wir holen uns dann eine Kutsche. Und Kutschen sind wirklich schneller. Ich habe es gemerkt. Ich habe versucht, aus der Luft einen Zug einzuholen. Das habe ich nicht geschafft. Aber kaum hatte ich die Kutsche, war das kein Problem für mich. So, wir machen jetzt die Charles Dickens Herausforderung. Wuhu! Und ich brauche was zu trinken, merke ich gerade. Wir sehen uns gleich bei Charles Dickens. So Leute, und da wären wir bei der Charles Dickens Herausforderung. Und jetzt weiß ich auch, warum mal beim... Ach, das ist ja eigentlich, glaube ich, noch gar nicht passiert. Bei einer Mission hatte ich nämlich Kollegen bei mir. Oh, die wurden gerade erschossen. Egal. Fangen wir die Mission an. Ohne unsere Leute. Ich habe mir auch was zu trinken geholt.
brauche ich schon gar nicht in den Kühlschrank mehr zu tun, es ist kalt genug. Sie wirken sehr müde. Alles in Ordnung? Es gibt immer viel zu erledigen. Die heutige Ermittlung des Ghost Clubs dreht sich um einen Kutsche. Man sagt, sie sei mit dem Land für das Passanten im Sommer nicht gewählt. Selbstredend soll sie außerdem verflucht sein. Versuchen wir doch, sie aufzuspüren. Okay. Die Wagen der Royal Mail verschwanden, als die Post auf die Schiene umgestiegen ist. Ah, hat das was mit dem Ghost Club zu tun? Ach, wie gern würde ich mich hinsetzen. Aber die Pflicht ruft. Die gefällt mir sowieso als Charakter sehr gut. Besser als unser werter Jacob. Die ist mir halt viel sympathischer. Die glaubt an solche Geistersachen und... Seltsam. Moment mal, bin ich hier nicht... Ach nee, ich bin als Evie hier hingeritten, genau. Ah, Liebesbrief. Mein liebster Freibus. Wann liege ich nur endlich wieder in deinen Armen? Jeden Augenblick seit unserem letzten Treffen war ich von Einsamkeit erfüllt. Deine Abwesenheit lässt mich verzweifeln. Ich beschwöre dich, komm sogleich zu mir zurück. Ich sehne mich danach, dich zu sehen und deine Stimme zu hören. Verweile nicht länger, ich erwarte sehnlichst deine Ankunft und gebe mich dir vollkommen hin. Deine dir ergebene Elizabeth Fry. Das ist auch gleich eine Kutsche. So unfair. Alter! Boah, ist der schnell! Alter, willst du mich verarschen, wie schnell der ist? So. Wer ist da? Sind Sie eine Freundin? Ja, Sie sind sicher. Machen Sie sich keine Sorgen. Das zu schaffen war ja auch kein Problem, denn nach einer Ach so, die Zeit war dafür da, für das Entführen. Ach so, jetzt verstehe ich. Man hätte also länger mal versuchen können. Das Entführen, Hauptsache, die verschwindet nicht. Aber gut, geschafft ist geschafft. Das Haus der Lady erreichen, das gelingt ich mal kein Problem. Ja. Komm schon. Gut so. Na los. Bewegung. Ja. So, das Haus der Lady ist bald erreicht. Kutsche verteidigen. Warum schießt die... So. Wir haben sie abgeschüttelt. Vielen Dank. Vivi wollte nicht mehr schießen. Bringen Sie mich nur nach Hause? Ich schulde Ihnen meinen Dank. Sie haben keinen.
keine Mühen gescheut, jemanden zu retten, den sie nicht kennen. Wie lautet ihr Name? Evie Fry. Evie Fry. Könnte sie das ins Grübeln bringen, weil da war ja ein Brief mit dem Nachnamen Fry oder war das Fry als Vorname? Ich weiß es jetzt nicht. Sie haben meine Ehre bewahrt und mich gerettet. Ich bin Elizabeth. Möchten Sie nicht runterklettern und sich zu mir setzen, damit ich Ihr Gesicht sehen kann? Leute. Wo ist sie? Was? Was? Ein Hilfeschrei. Liebste Mama, liebster Papa, wenn Sie das lesen, bin ich vermutlich lange tot. Ich kann den Marquis nicht heiraten, denn ich liebe einen anderen. Ich muss diesen brutalen Tyrannen entfliehen, aber ich weiß, dass er mir nachjagen wird. Ich fürchte mich sehr. Ich liebe Sie sehr. Leben Sie wohl. Ihre Tochter Elizabeth. Was? Sie sehen aus, als würden Sie gleich aus den Schuhen kippen. Was ist denn geschehen? Bloß ein Traum. So scheint es mir. Ach, wir haben das geträumt! Ja, dann. Das wäre eine Charles Dickens Herausforderung gewesen. Ja, klar, dass die so kurz sind. Ist eine DLC-Mission, da braucht man nicht meckern. Und wieder Schnellreise. Wir können ja mit was anderem reisen, aber so geht's viel, viel schneller. So. Das finde ich auch noch witzig, was jemand gesagt hat, dass hier nur stupides Knöpfe drücken ist. Und für alle, die das wirklich denken, dass das wirklich nur immer den gleichen Knopf, immer den gleichen Knopf. Na gut, wenn man Level 10 ist und in einem Level 1er Bereich geht, okay. Aber ihr habt bei Boxkampf bestimmt gesehen, also wenn ihr den Part gesehen habt, ich weiß ja nicht, ob der hier... Der müsste eigentlich noch vor diesem Part hochgeladen sein. Ansonsten kommt der noch, wo ich Boxkämpfe mache und ohne Kreis und X hätte ich die Gegner da nie besiegen können. Ganz ehrlich, das ist... Und zu sagen, es sei leichter als alle anderen Assassin's Creed Teile. Bis jetzt habe ich noch keinen schweren Assassin's Creed Teil gesehen. Oder was seid ihr? Was habt ihr für eine Meinung? Findet ihr das jetzt zu leicht? Leichter als andere Assassin's Creed? Oder sagt ihr, es ist eigentlich genauso leicht wie immer? Also ich kann mich noch erinnern, im zweiten Teil, also ab dem zweiten Teil habe ich immer nur Kreis gedrückt und dann Viereck, um eine Combo-Todesserie zu machen. Das heißt, einer nach dem anderen ist gefallen. Dann habe ich wieder gewartet. Combo, also mit Kreis dann angefangen, die Combo wieder anzufangen, also diese Combo-Todesserie und so weiter. 50 Berkeley Square. Zu sehen, Mr. Dickens. Hält der Ghost Club eine neue Geschichte bereit? Wie der Zufall es will? Ja, folgen Sie mir. Nummer 50 Berkeley Square. 4 Stockwerke und der Schriftzug Zutritt auf eigene Gefahr. Um dieses grausige Anwesen ranken sich viele Geschichten. Beim frühesten Bericht über einen Spuk ging es um den Geist eines kleinen Mädchens,
das von einem Diener ermordet wurde. Sie wurde oft am Dachfenster gesehen, wie sie weinte und ihre kleinen Hände in verzweifelter Pein verdrehte. Die Arme. Okay. Das Spukhaus erreicht. Ah, klar. Einer anderen Legende nach spukt auf dem Dachboden der Geist einer jungen Frau, die sich aus einem Fenster im obersten Stockwerk stürzte, um missbraucht durch ihren Onkel zu entgehen. Ihr schreiender Geist wurde von Augenzeugen mehrfach am Fenstersims hängend gesichtet. Das Anwesen war kurz im Besitz eines Mr. James Jasper. Ein Kurleiter, der dem Opium verfallen. War einer von Mr. Jaspers Schülerinnen verschwunden, der schönen und zierlichen Rose. Allerdings verschwand Edward unter mysteriösen Umständen und bald darauf auch Jasper selbst. Vielleicht trieb ihn sein Kummer zurück in die lindernden Arme seiner Berauschenden. Ihr fragt euch sicher, warum ich hier jeden Pfosten mitnehme. Aber ist doch klar. Ich will natürlich die Trophäe noch haben für das, glaube ich, 5000 Gegenstände zerstören mit Fahrzeug? Okay. Obwohl das Haus leer steht, sagen manche, dass es nachts von Schreckensschreien, läutenden Glocken und knallenden Fensterläden erfüllt ist. Okay, dann untersuchen wir mal die Hinweise. Aber was ich so cool finde von Charles Dickens ist ja Ghost Club. Was ist dann Charles Darwin? Kann leicht mit Schläuchen und Ventilen nachgestellt werden. Manche sagen, ein junger Mann war auf dem Dachboden eingesperrt und ein kleines Loch in der Tür sei sein einziger Kontakt zur Außenwelt gewesen. Der junge Mann sei durch diese Isolation schließlich dem Wahnsinn verfallen. Die Legenden scheinen sich auf diesen einen Raum zu konzentrieren. Was zur Hölle? Nur ein Luftzug. Nichts weiter. Oh je, vielleicht warte ich hier, während sie diesem verstörenden Gelächt auf den Grund gehen, was mich überhaupt nicht beunruhigt. Kindergelächter ist ein richtig, ist eigentlich richtig schön, wenn man es im Haus hat. Nur nicht mehr ganz so schön, wenn man gar keine Kinder im Haus hat. Lass mich los, du Kuh! Reizend. Jetzt sag mir was. Hä? Muss ich das jetzt verstehen, was das war? Habe ich jetzt aus Versehen den Dialog unterbrochen? Egal. Hier ist ein Schloss, aber mir fehlt der Schlüssel dafür. Hier. Okay, dann öffnen wir mal. Mal sehen, was sich dahinter verbirgt. Oh, ein Geheimnis. Okay, neue zwei Hinweise. Was ist das? Aha, so funktioniert der Spuk. Spannend. Verschwindet aus meinem Haus! Zurück, Mr. Dickens! Niemand hat Rose auch nur annähernd so geliebt, wie ich sie liebte. Das hätte ausreichen sollen, um meinen Neffen von ihr fernzuhalten. Mein armer Ned. Vergib! Im Geister! Okay. Dickens, warum bist du runtergelaufen? Ah, der Ghost Club. Eine coole Idee, das hier einzubauen. Wir wissen ja, dass Arthur Conan Doyle dem Ghost Club auch beigetreten ist. Aber ich glaube, das ist er erst, nachdem Dickens auch nicht mehr dabei war. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der, wenn wo Arthur noch älter geworden ist, dass das was, ja. Endlich. Ihr wisst, was ich meine. Entschlüsselt.
Es gab keine Geister am Berkeley Square. Nur eine verlorene Seele, die von Schuldgefühlen und Drogen zu Mord und Wahnsinn getrieben wurde. Das könnte der Beginn eines großartigen Romans werden. Ich frage mich, ob ich es immer noch kann. Warum nicht? Das ist ja kein so schwere Mission gewesen. Also hier haben wir auf jeden Fall... Hier sind noch mehr Charles Dickens Missionen. Hier sind noch zwei Stück